Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac. Ab heute gibt es wieder täglich am Abend The Binding of Isaac und nächste Woche wird sich etwas ändern. Eine Kleinigkeit, etwas kommt auf euch zu. Es wird so Montag, Dienstag losgehen und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen, was ihr dort sehen werdet. Und wieso ist das so awkward-mäßig still hier drin? Ich muss mal die Musik mal ganz kurz ausmachen, denn wir haben ja gestern wieder gestreakt und sind mit ihnen auf jeden Fall bei 26 angekommen. Wir nähern uns den 100 fast und hier sind wir schon bei 17. Hey, das ist auch etwas Tolles, nicht wahr? Ich habe irgendwie Bock auf Azazel. Ich weiß. Ich habe das Spiel gestartet und dachte, hey, Azazel wäre jetzt ziemlich gut. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt Azazel. Komm schon, Sprachsteuerung. Azazel. Please give me Azazel. Random Hard Mode. Let's go. Okay, es ist nicht Azazel, es ist schon voll an ihm vorbei. Also wenn wir jetzt Azazel bekommen, das wäre ein Wunder. Isaac, okay, das ist auch cool. Mit Isaac würde ich tatsächlich auch gerne auf Angel Deals gehen, einfach weil wir dort rerollen können wie ein kleiner, glücklicher Junge, der zu Weihnachten so viele Geschenke bekommt und entscheiden kann, was er bekommt. Und am Ende aber so gierig wird, dass er Scheiße bekommt oder Socken halt. So fühle ich mich mit Isaac manchmal, Mann. So, mach mal kaputt hier. Zack, 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 zack. Übrigens, gestern, achso, der Seed hier, das ist der Seed, falls ihr mitspielen wollt. Steht da Genozid? Nein, ist kein Genozid-Abkürzung da unten, oder? Auf jeden Fall, gestern kam ja die erste Folge Sommerloch. Ich dachte mir einfach, weißt du, ich hab... es gab so wenig Spiele, ich weiß nicht, was ich da spielen soll. Die Spiele werden alle im Oktober rauskommen, die ganzen... Also viele, viele, viele guten Spiele. Und das ist ein beschissener Raum, sage ich dir. Und das war eigentlich nur so ein Spaßformat. Ich meine, ich will manchmal rumblödeln und manchmal, wie man gesehen hat bei Little Nightmares, gebe ich mir Mühe, die Atmosphäre super rüberzubringen. Das Ding ist halt nur, es ist zwar lieb gemeint, aber ihr müsst mir dort keine Spielvorschläge machen. Ihr müsst mir keine Spielvorschläge machen. Einige sagen, ja, wenn du nicht weißt, was du spielen sollst, ja, dann mach du das und das und das. Ja, das. Doch, ich habe das Sommerloch. Das Format, das spiele ich jetzt ein bisschen. Ist ja wie Trash Games. Und da wurde ich auch tot gefragt, wann denn die nächsten Folgen kommen. Und so ist es Trash Game Staffel 2. Nur ohne Intro. Dafür mit Sommerloch-Beleidigungen. So, okay. Also, ich werde auch wieder ein Spiel spielen, wo ich auf die Atmosphäre achte, wie gesagt. Ich versuche Variationen reinzubringen, aber ich will jetzt nicht einfach jedes Spielchen spielen. So, auf Wiedersehen. Zack, her damit. Dankeschön. Und jetzt sprenge ich erstmal den Geheimraum. Der muss hier sein, Mann. Der muss hier sein. Was? Wo könnte er dann sein? Naja, wir machen jetzt auf jeden Fall die Kackhäufchen kaputt, wenn da kann auch etwas Tolles drin sein. So ist es ja nicht, ne? So ist es ja nicht. So, kaputt, kaputt, kaputt. Wunderbar. Und auf diese Fliege müssen wir jetzt aufpassen. Die wird gleich wütend auf uns, weil wir ihr Häuslein kaputt gemacht haben. Die Spritze. Ich überlege gerade, ob ich die Spritze mitnehme oder nicht. Aber eigentlich ist sie ganz gut. Macht zwar Speeddown, aber mit der kannst du gut Leben herstellen, wenn du tatsächlich von einem Gegner getroffen wirst. Ja, wow, hör auf damit. Hör auf damit, Mann. Okay, pass auf. Bevor wir das mitnehmen, bekämpfe ich jetzt erstmal den Boss und hoffe einfach drauf, dass wir, ja, ihn easy peasy schaffen. Und hier ist der hier der Geheimraum? Tatsächlich, okay. Gut, das spricht alles für. Wir könnten uns jetzt hier reinspringen, aber die Frage ist, was bringt mir das? Ich spreng das hier einfach mal in der Hoffnung, etwas Cooles zu bekommen. Ist das was Cooles? Es ist Full Health. Okay, zum Glück kein Speeddown. Ich bin ja eigentlich nicht mehr der Pillen-Fan, ne? Also ich bin Anti-Pillen auf jeden Fall. Ich will mir ein Isaac-T-Shirt holen, wo drauf steht, Anti-Pillen. Und dieser Boss ist ekelhaft. Ich setze Devil ein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Augenblick, Devil einzusetzen. Scheiße, Mann. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. 1, 2, 3 und 4. Sehr gut, dieser Stein in der Mitte ist ein bisschen nervig, könnte uns aber auch retten hin und wieder mal. So, aber wird ihn eher, glaube ich, schützen. Oh Mann, ich wünschte, meine Tränen wären jetzt schon so. Das wird gleich voll enttäuschend, wenn wir gleich in die nächste Ebene gehen. Oh Mann, ey. So, oh, 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 oh. Auf Wiedersehen. Und hier haben wir diesen Key, das heißt also ein weiteres blaues Herzchen und auch noch ein paar Schlüssel. Das ist gut, Mann. Das ist gut, so haben wir wenigstens keine Schlüsselprobleme mehr, nicht wahr? Und wir könnten tatsächlich auch in den Shop reingucken, weil das kann ja so ein Super-Shop sein, wo wir ein bisschen Luck-Up bekommen und so. Der Super-Geheimraum ist wahrscheinlich dort unten links, nicht wahr? Ich kann mir das richtig gut vorstellen, aber... nee, ich will meine Bombe jetzt nicht verschwenden. So, lass mal hier rein. Und wir haben hier ziemlich gute Sachen, aber... kann davon leider nichts mitnehmen. Leider, 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 auch wenn ich das da sprenge. Nein, bringt nichts, mein Restock, auf Wiedersehen. Wenn du Restock hast, hast du meistens auch schon gewonnen in Run, weil du dann so viele blaue Herzchen kaufen kannst. Und let's go in die nächste Ebene. Jetzt geht's los, der Devil Deal. Wird das sexy oder nicht? Wie gesagt, wenn wir jetzt ein Laser-Item finden, werde ich das Laser-Item mitnehmen, weil ich voll Bock habe auf Laser-Items. Und euch werde ich vergiften und in schwarze Herzchen verwandeln, wenn ihr mich berührt. Wollt ihr mich berühren? Ihr wollt mich nicht berühren, Mann. Lups.
So, ist zufällig irgendjemand von euch im Voice-Acting-Business irgendwie tätig und kann mir sagen, welche Mikrofone dafür gut geeignet sind? Mein Mikrofon ist, glaube ich, nicht so gut geeignet. Mein Mikrofon ist eher fürs Casting geeignet, nicht wahr? Das hat so dieses Radio-Feeling, dieses Sportkommentator, ne? Dieses Sportkommentator-Gefühl. Ich könnte die alle vergiften, ehrlich gesagt, und versuchen, schwarze Herzchen zu machen. Und kein einziges wird mir gegeben. Dafür ist mein blaues Herzchen jetzt weg. Scheiße, Mann. Okay, ich hab's riskiert. Manchmal muss man was riskieren. Oh, da ist ein blauer Stein, aber wie zum Teufel? Okay, vielleicht finden wir noch genug Bomben und können da rein. So, weil ich würde mir gerne so ein Mikrofon holen und mal ein bisschen rumexperimentieren. Irgendwie, habe ich Bock, irgendwie vielleicht ein paar Sachen zu synchronisieren. Ich weiß nicht, Mann. Wow. Bisschen mit der Stimme zu spielen. Sehr schön. Und auf Wiedersehen. Noch mehr Bomben. Okay, jetzt interessiert mich, was gibt es auf der anderen Seite? Vielleicht gibt es da tatsächlich etwas Cooles. Das Ding ist halt nur, wir brauchen noch eine... Nee, doch, wir kommen an. Ich will diesen blauen Stein haben. Gib ihn mir. Und wir kriegen einfach nur ein blaues Herzchen. Naja, gut. Was habe ich erwartet, Mann? Dass wir dort irgendwie den Rock bekommen? Bin ich denn total dämlich? So. Zack, auf Wiedersehen. Und was haben wir hier oben? Einen toten Gegner. Richtig, das war die richtige Antwort. Habt ihr richtig geantwortet? Ich überprüfe das in den Kommentaren. So. Oh Gott, wir könnten die vergiften. Tja, Kappa. Nee, die bekämpfen jetzt erstmal so. Gott, meine Tränen müssen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen upsteppen im Game. Das geht ja gar nicht, das ist ja voll peinlich. Sehr schön. Man muss unbedingt mit dem Knockback arbeiten. Wenn sie dich irgendwie einkreisen, dann musst du an ihnen vorbei und gleichzeitig in dem Moment schießen, um sie wegzupushen, damit du durchkommst. Und hier ist wenigstens der Shop. Okay, ich könnte dich hier vergiften und schwarze Herzchen generieren. Mann, ich will das so gerne tun. Aber vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Luck. Hängt das von Luck ab? Mann, es gibt noch so viele Dinge, die ich nicht weiß über das Spiel, weil ich einfach immer vergesse, mich zu informieren über das, weißt du? Hängt zum Beispiel, wie oft du schwarze Herzchen bekommst, vom Luck ab. Was hängt alles vom Luck ab? Wie viel brauchst du für diverse Items, um Maximum Luck zu haben, um die dann ordentlich einzusetzen? Und das ist geil! Yes, Mann! Früher habe ich dieses Item gesehen und das war eines der seltensten, krassesten Items für mich auf jeden Fall. Und es ist immer noch. Es ist echt ein tolles Item, Mann. Das ist ein seltenes, aber geiles Item. Boah, ich freue mich gerade, dass wir das haben. Let's go, Mann. Wie Items einen glücklich machen können, das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Man braucht Isaac, man muss Isaac ein bisschen morgens starten, spielen und wenn du gute Items findest, boom, bist du direkt glücklich für den Rest des Tages. Wenn du mal deinen Streak morgens verlierst, würde ich mich krank schreiben lassen, Mann. Würde ich mich krank schreiben lassen. Dann kann der Tag auch nicht besser werden. So, zack. Und let's go. Hey, Monstro. Eieieiei. So, reinballern. Eine Bombe lege ich jetzt nicht, die behalte ich. Vielleicht haben wir gleich Krampus und da müssen wir auf jeden Fall voll rein. Und ihn zerstören. Oh Gott. Ich hätte aber jetzt gerne das Sacred Heart, Mann. Gib mir das Sacred Heart. Also ich habe Bock auf einen Sacred Heart Laser Run, irgendwie sowas. Weil ich habe das Gefühl, in letzter Zeit waren die Runs immer sehr identisch. Deswegen will ich mal was Innovatives versuchen. Aber innovativ heißt meistens auch, oh, ich verkacke. Und riskiere dadurch, dass wir den Windstreak verlieren, nicht wahr? Wir sollten den Devil Deal bekommen. Hier haben wir eine Hand, okay. Und was haben wir hier? Gar nicht mal so gutes Zeug. Ich könnte mal rerollen und wir bekommen diese beiden Kollegen. Ich nehme die mit. Vielleicht finden wir ja Duality, weißt du? Und dann haben wir Devil und Angel Deals. Das wäre natürlich am besten. Ich mag Duality, das Item. Und ich mag dich und das nehme ich jetzt mit. Und ich müsste jetzt eigentlich nur ein Herzchen haben und... Pheromone. Ich müsste jetzt eigentlich nur ein Herzchen haben und somit auch in den Kampfraum reingehen, Leute. Wir werden jetzt alles auschecken. Alles. Let's go. Dein Kopf sieht übrigens sehr merkwürdig aus, Mann. Der passt irgendwie nicht zum Körper. Du siehst aus wie Ranzratte aus L.A. Aus L.A., ne? Genau, da war ja die E3. Habt ihr gesehen? Der sah ja aus wie eine Tomate. Genau, wie du jetzt, Mann. Ich nenne die Folge Ranzratte. Nein, das wäre, glaube ich, das würde falsch ankommen. Ja, schon wieder Restock, Mann. Wie oft willst du mir noch in die Wunde pullen tun? So, pass auf, ich spreng mal einmal. Vielleicht kriegen wir richtig krassen Stuff hier. Alter, wir kriegen's hin. Wir können Restock holen. Sehr schön, Mann. Sehr schön. Bekommen Wheel of Fortune und einmal Algis und Hematopoiesis schon wieder. Ja, nimm das hier mal. Flup. Eine Spinne und sonst nichts. Du willst mich doch verarschen. Naja, wir müssen noch die restlichen roten Herzchen hier aufsammeln. Hier, nimm mal. Nice, Simba. Scheiße, Mann. Ich hatte doch noch ein HP-Upgrade. Oh, wie die einfach vor mir zugegangen ist, ey. Ich weine gleich, Mann. Scheiße, Ich hab da noch eine Batterie, ich aber weiß... Oh nein, das gibt es doch nicht, Mann, dass das jetzt vor meiner Nase zugegangen ist, du Drecksack. Na gut, weißt du, was hat mich hier nicht interessiert? Wie viel Leben hatte ich denn noch? Ich hatte...
3 Herzchen. Hab jetzt 2 ausgegeben für den Devil-Deal. Oder macht irgendeins davon ein HP-Upgrade? Irgendetwas davon macht ein HP-Upgrade, nicht wahr? Restock? Nein. Wer macht denn ein HP-Upgrade? Oh, natürlich! Natürlich, mein All-Stats-Up-Item, mein SMB-Superfan. Oder wie das Ding heißt, Mann. Scheiße, natürlich, ey. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Bin ich dämlich? Ich will keine Antwort darauf, okay? Manchmal vergisst man, übersieht man kleine Sachen. Ihr seht natürlich alles. Ihr chillt hier, muss ein bisschen relaxen und könnt hier ein bisschen entspannen. Und, ups. Und diesen Podcast hier genießen. Ja, irgendwie ist das ein Podcast, ganz ehrlich. Oh, eigentlich müsste ich eine Batterie haben, aber zum Glück werde ich nicht reingeportet. Gut, aber hat auch nichts gebracht, ehrlich gesagt. Dann lass uns jetzt mal weitergehen. Ich hätte mich sogar vielleicht reinsprengen können, wie das hier aussieht. Nein, okay, man muss immer, wenn man ein Geheim... Wenn man denkt, man hat hier irgendwo ein Geheim, ein Secret Room, sollte man auf jeden Fall von allen Seiten reingucken. Das spart auf jeden Fall Bomben. Und Succubus spart auf jeden Fall Nerven, wie er sich hier schon angeschwächt hat. Und ich muss nur rein und den Rest geben. Das ist ein richtiger Teammate, Mann. Der würde bei Battlegrounds auch jemanden, den du angeschossen hast und ausgenockt hast, nicht wegballern, weißt du? So einer ist Succubus. Und das hier ist nicht gut. Das werde ich rerollen. Das brauche ich nicht. Ich meine, du wirst getroffen und schießt dann schnell, aber nope. Super. Ah, leider kein super Dingsbumsraum. Ich glaube, ich sprenge dich einmal, um hier ein bisschen Geld zu bekommen. Oh, wie viel Glück wir haben. Und das hier ist jetzt die Catacombs 1. Das heißt also, in Catacombs 2 können wir wieder einen besonderen Raum finden. Ich hoffe, ich habe hier alles richtig eingestellt, so ganz nebenbei. So, und der Dark Bum braucht auf jeden Fall auch einen kleinen Job jetzt. Yes, Mann, das hat gut gesessen hier. Dennoch halten die verdammt viel aus. Okay, noch mehr Geld. Hätte ich das gar nicht verschwenden brauchen, meine Bombe. So, jetzt schön viel Geld sammeln und dann auf der nächsten Ebene vielleicht ein paar blaue Herzchen holen, das wäre schon ziemlich gut. Oder anderen Stuff, vielleicht ein paar Steam Cells, hey. Hey, hey, hey. Zack, her damit. Fliegen wir jetzt super, damit wir wenigstens... Ah, das ist jetzt blöd, weil diese Räume geben immer 2 Aufladungen, so verschwenden wir jetzt eine Aufladung, so gesehen. Schade, Mann, ich will auf jeden Fall das Item rerollen und... Im Notfall kaufen wir uns eine Batterie aus dem Shop, ich glaube, da sollte eine sein. Wenn ich mich nicht irre, Succubus, ich brauche deine Hilfe. Succubus kommt gleich, Mann. Da kommt Succubus. Du bist zu spät, Mann. Du bist zu spät. Bin tot. Ich werde tot, Mann, Succubus. So, ich hoffe, wir finden gleich irgendwie so einen Spiegel, wo wir uns ein bisschen, also das Aussehen ändern können, damit wir nicht wie Ranzarte hier aussehen. Das macht die Gegner kleiner. Ich könnte das mal probieren, weißt du? Ich könnte das mal mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall was Neues. Dieser Pilz braucht unbedingt irgendwie noch einen Stats-Boost oder sowas. Bisschen vielleicht Tiersap oder sowas. Ich weiß nicht, Mann, weil dieser Pilz ist eher so... Nee. Vor allem kannst du nicht alle Gegner zerplatzen lassen und rüberlaufen, weil... das Problem ist ja, dass die Gegner manchmal aufplatzen. Kleinere Gegner oder sowas und die sind ja dann nicht klein. Was ist das denn hier? Ich habe da drüben auf jeden Fall etwas gehört. Ich spreng das mal. Ich hoffe, das reicht, dass wir eine Bombe haben nur. So, aber ich versuche mal jetzt mit diesem Schrumpfeffekt zu arbeiten und Gegner, die geschrumpft werden, irgendwie drüber zu laufen, ne? Die kannst du ja dann töten. Lass uns mal hier den Spielstil anpassen an die Items. So, ich hoffe, ich brauche nicht noch eine Bombe. Okay, ein Schlüssel. Dafür kriegen wir eine Bombe plus. Hey, die wir verschwendet haben übrigens. Toll. Das hat's ja voll gebracht, Mann. Das hat's ja voll gebracht. Nein, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich versuche jetzt erstmal das Teil aufzuladen. Zur Not müssen wir in den Shop dort rein. So, go, 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 go. Mal gucken, was wir noch so hier finden auf der Ebene. Sehr gut. Au, shit, 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 shit. Der hat richtig schnell in die andere Richtung geschossen, ne? Ich kam damit gar nicht klar. Krasser Typ. Yo, das nehme ich mit. Dankeschön. Dieser Gesichtsausdruck. Eigentlich nimmt man diesen Pilz nur für diesen Gesichtsausdruck mit, nicht wahr? Ich mach das mal. Komm schon. Da ist doch bestimmt was Feines drin, oder? Was haben wir hier? Oh, Tears Down. Ich hab doch gesagt, Tears Up soll der Pilz machen. Und nicht eine Pille Tears Down. Ah, nimm das hier wenigstens. Kriege ich ein Pflaster? Ich krieg eine Spinne. Ist auch nicht so das Wahre, nicht wahr? Wenn ich jetzt den Boss bekämpfe, haben wir auch noch eine Aufladung, aber das reicht nicht. Ja, wie diese Aufladung, die ich meinte, ne, dass wir jetzt eine verschwendet haben, so gesehen. Die fehlt uns jetzt, aber wir könnten uns eine Batterie kaufen und dann reroll, wenn hier eine ist. Hier ist eine. Hier ist eine. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, wir hatten sogar noch eine. Wenn wir jetzt Goathead haben, könnten wir das mitnehmen und dann das andere Devil-Deal-Item rerollen, falls wir denn mit 36% einen Devil-Deal bekommen. Okay. So, hoch, 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 nach rechts und hoch. Wen haben wir hier? Big Horn. Ey, schon kein Bock mehr, Mann. Dieser Big Horn ist ein richtiger Drecksack. Ich könnte versuchen, mit Alges vielleicht irgendwie ihn zu vergiften und der hat einen Little Loki gedroppt, Mann. Bist du denn verrückt?
Was zum Teufel? Hör auf damit! Aber immerhin spawnt er Bomben. Immerhin spawnt er Bomben. Mit denen könnte er auf jeden Fall auch Big Horn wehtun. Oh, shit. Kein schwarzes Herzchen bekommen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Algis setze ich nicht ein. Ich glaube, es ist noch nicht notwendig. Komm schon, Attacke, Attacke, Attacke. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das müsste eine Hand sein. Wie so eine kleine süße Katze. Okay, ich glaube, Little Horn hat auf jeden Fall weniger Leben hier, oder? Der ist irgendwie sehr schnell gestorben. Und ich habe jetzt nicht so viel Damage. Okay, das war auf jeden Fall auf mein Gefühl, dass er weniger Leben hat, wenn er hier gespawnt ist. Okay. Und auf Wiedersehen, ekelhafter Boschmann. Das ist ein schönes Item, Tiersub. Bingo, Mann. Was willst du jetzt machen, Tiersdownpille, hä? Was willst du jetzt machen, du? Du Pimmel, du. Jetzt habe ich nur Geld verschwendet. Ich hätte die Batterie gar nicht kaufen brauchen. Aber woher soll ich das wissen, nicht wahr? Curse of the Lost. Ja, mein Lieblingsfluch, nicht wahr? Mhm, das war gelogen. So, let's go. Wir gehen erstmal nach rechts lang, merken uns, dass links noch ein Raum ist. Und hier würde ich so gerne ein schwarzes Herzchen ploppen, beziehungsweise hätten wir Algis sogar einsetzen können und in alle reinrennen können. Aber Algis ist irgendwie viel zu wichtig dafür. Oh, da ist eine Spinne. Ah, er ist getötet. Okay, gut, gut, gut. Und außerdem klappt das irgendwie gar nicht mehr. Wir kriegen keine schwarzen Herzchen mehr durch das Vergiften. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Yes, du! Da freue ich mich immer drauf. Jetzt können wir sogar in den Raum rein. Komm schon. Ich gebe dir noch ein blaues Herzchen, aber du musst mir jetzt etwas geben. Okay, was ist das? Full Health? One makes you small. Okay, pass auf. Das ist zwar kein Full Health, aber... Okay, wartet mal. Ich gehe jetzt erstmal hier rechts rein. Okay, das machen wir. Gucken wir, ob wir Algis hierfür einsetzen wollen. So. Die schöne Fire Rate hier. Weiter, weiter, weiter. Attacke, Attacke, Attacke. Das bekommen wir schon hin. Ich hoffe, gleich kriegen wir keinen Tanky-Gegner. So, schön im Schatten stehen. Ich glaube, ich werde jetzt mit Succubus zusammen reinlaufen irgendwo hin. Okay, ist aber leichter gesagt als getan, Mann. Scheiße, okay. Für maximalen Damage, sage ich dir. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Das hier nehme ich mit, dann habe ich wenigstens einen Broken Magnet, der ab und zu Sachen zu mir hinholt. Ja, apropos nicht tanky Gegner, nicht wahr? Wir bekommen jetzt Ferry. Shit, Mann. Go, 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 go. Diese zwei Damage machen ordentlich was aus. Schön im Schatten stehen, schön im Schatten stehen. Oh, oh. Schön im Schatten stehen, schön im Schatten stehen. Gleich haben wir ihn, Mann. Das dauert zwar ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Hoppa. Hoppa, lumpa. Sehr gut. Okay, gleich haben wir ihn. Succubus macht so viel aus, Mann. Ist verrückt. Duck Bomb, wieso? Du siehst irgendwie so traurig aus, Mann. Das macht mich fertig. So, und jetzt gehen wir erstmal den Rainbow Poop kaputt machen. Heilen uns dadurch und werden weiter an ihm spielen. Yay, ein wunderschöner Regenbogen. So. Und jetzt spielen wir an ihm, nicht wahr? Wir müssen alle Möglichkeiten möglich machen. Komm schon, ich setze zur Not Algis ein, einfach weil ich auf das stehe, was du mir droppst. Ja, Mann, das ist einer meiner Lieblings-Items auf jeden Fall geworden. Und ja, skaliert das hier zum Beispiel mit Luck? Ich habe das Gefühl, das skaliert nicht so wirklich mit Luck. Sondern es ist tatsächlich immer nur sehr selten und random. Schade eigentlich, weil der Effekt ist ziemlich krass, Mann. Der ist ziemlich krass. Bei Bossen werden wir es merken. So, die will ich haben, die Kisten. Zwei sexy Kisten, die haben sich gelohnt, Mann. So. Ah, da kann ich drüber laufen, aber die sind zu schnell, Mann. Da, seht ihr es? Das ist Vitami-Set in Tränen verpackt. Sehr, sehr, sehr gut, Mann. I like it very much. Hier schon der Boss. Okay, den könnten wir jetzt eigentlich machen. Den könnten wir machen. Ja, machen wir jetzt auch. Und danach suchen wir den Itemraum. Yes, Mann, The Fallen. Das ist immer auch wie Doppelweihnachten, Mann. Wie Geburtstag an Weihnachten. Und die Eltern schenken einen zum Geburtstag was und zu Weihnachten was. Und sagen nicht, hey, du hast Geburtstag, das reicht erstmal. Boom. So. Okay. Shit, 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 shit. Das hat ein bisschen wehgetan. Auf jeden Fall. Na komm schon, Spritze, du musst sitzen. Okay, das ist ein schönes Buch. Das setzen wir mal kurz ein. Vielleicht rerollen wir das. Weil mitnehmen will ich das jetzt nicht. Okay, hier haben wir ein Guppy-Dingsbums-Item. Das nehme ich auf jeden Fall einmal mit. Einsetzen werde ich das tatsächlich aber nicht, weil ich will lieber dann... Ah, die Krone. Sehr schön. Das war sogar ganz gut, Mann. Guck mal, jetzt ist die Krone auch noch aktiv. Denn dafür brauchen wir genau ein rotes Herzchen. Und diese beiden Babys, die bringen mir ganz und gar nichts. Verdammt nochmal. Das wären so viel. Das wäre Reroll-Potenzial. Egal. Ich mag die Items. Die sind so anders und besonders. Der Run spielt mit. Das gefällt mir. Sehr geiler Run, Mann. Sehr geiler Run. Gefällt mir. Auch wenn wir sterben, hatten wir eine schöne Zeit. So. Jetzt könnt ihr gar nicht mehr disliken, weil jetzt müsst ihr mich lieb haben.
weil ich gesagt habe, dass ich eine schöne Zeit hatte mit euch hier in diesem Run. Ist das nicht total emotional und schön und sexy? Gleichzeitig? So, whoops. Mann, wie klein dieser Kollege ist. Fliegen wir jetzt gut, um den zu erreichen und zu töten. Und die Spritze fliegt immer daneben, Mann. Bingo, wir müssen ja noch den Shop finden, richtig. Ach, da hinten ist noch einer am Rumflitzen. Werden die auch noch schneller, wenn die kleiner sind? Kommt mir irgendwie so vor. Jupp, das machen wir. Bingo, bingo und gleich noch eine Bombe. So, und Goathead? Das wäre super. Ah, kein Goathead. Goathead wäre mega krass, dann könnten wir nochmal rein und rerollen. Das ist kacke. Du bist auch kacke. Aber du könntest ein paar Tears-Up-Dinger droppen. Das wird ziemlich cool. Ich mag ihn überhaupt nicht, Mann, den Kollegen hier. Vor allem hier zu bekämpfen ist kacke. Und immer wenn die Spritze daneben fliegt, stirbt ein kleines Welpenbaby. Willst du das, Spritze? Sehr gut. Immerhin haben wir jetzt einen Steam-Sale. Das ist schon mal sehr schön. Und Shop haben wir jetzt. Itemraum haben wir jetzt. Wir haben trotzdem auf der linken Seite. Oder sind wir schon auf der linken Seite? Ich weiß gar nicht, wo wir sind, ehrlich gesagt. Irgendwo sind wir. Irgendwo sind wir. Und ich werde auf jeden Fall das Devil Deal Item rerollen, das The Fallen gedroppt hat. Hima Tamis, schnapp dir das, Kollege, Mann. Will du gibst mir jetzt eine Spinne, dann spinne ich aber, du. Steht dir? Okay, hier, ach genau, ich war hier unten, aber ich bin nicht ganz nach links gegangen, nicht wahr? Und wir sind in Catacombs 2, haben mehr als 5 Münzen gehabt, also eigentlich müssten wir hier noch was Tolles finden. Oh shit, ich hätte das ganz anders machen müssen, oder? Hätte das hier geklappt? Fuck, das hätte geklappt, Mann. Ich hab's von der anderen Seite gemacht. Ah, oh, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich, Mann. Aber so witzig, nicht wahr? Und so sympathisch. Deswegen könnt ihr mich nicht haschen. So, pass auf. Hier ist jetzt ein Bonusraum. Sehr gut. Vielleicht haben wir da ganz viele rote Kisten und ein paar Guppy-Items. Wie viel Spinnen ihr mir heute droppt? Der ist heute auch anders drauf, auf jeden Fall. So viele Spinnen. Ich hätte eigentlich so viel Leben haben können. Willst du etwa, dass ich das Buch mitnehme? Nein. Das kommt... auf keinen Fall. Oh, mein heilige Scheiße. Und hier ist die Bibel, mit der wir fliegen können. Yes. Und wir können sogar das hier rerollen. Leider haben wir nur keinen Shop. So, Bookworm haben wir jetzt. Das hier setzen wir ein. Bingo. Einfach mal alle einsetzen und gleich rerollen. Das wird richtig nice, Mann. Ah, wir haben eine Pille. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine 48-Hour-Energy-Pille ist. Und ich reroll die alle. Sehr schön. Hier ist Ludovico. Wie funktioniert Ludovico? Wollen wir mal einen Ludovico-Run machen? Wisst ihr was, Mann? Ich glaube, ich mache einen Ludovico-Run, ganz ehrlich. Funktioniert das mit der Spritze? Dann könnten wir das die ganze Zeit auf dem Gegner haben und dann würde das die ganze Zeit spalten. Wie cool wäre das denn? Ich glaube, ich nehme Ludovico mit, Mann, Leute. Ich nehme Ludovico mit. Wir machen einen abgefahrenen Run heute. Da ist Ludovico. Und was mit meinen Tränen los? What? Was ist denn damit los? Den voll verpackt. 48 Hour Energy. Schade. Aber wir haben hier noch eine Batterie und die werden wir jetzt rerollen und bekommen dann 4. Okay, das ist irgendwie noch geiler als ein Devil Deal Item zu rerollen. Okay, und ich bin total verbuggt. Ich bin total verbuggt. Vielleicht wird das auf der nächsten Ebene sich ändern. Ist das dein Ernst? Ist das sind die Items, die du zu bieten hast, Mann? Oh. Habe ich hier noch irgendwo eine Batterie gehabt oder sowas? Im Shop ja leider nicht, Mann. Wahrscheinlich da drin, aber... ernsthaft, Mann? Das sind die Items, die du mir bietest? Oh, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich habe irgendwie auf besseren Stuff gehofft. So viel Potenzial und leider, hier ist eine Batterie. Ich opfer mein Leben. Ich nehme die mit. Ich nehme die sowas von mit und reroll nochmal. Ja, Säumelt. Nein, das kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht mitnehmen. So, was haben wir? Hoffentlich eine gute Aura. Das ist nur Range Up. Ich brauche eine bessere Aura. Gib mir eine andere Aura. Was ist das hier? Ich glaube, das ist Damage Up, nicht wahr? Ja, das ist aber schon mal gut hier. Ist das hier nicht sogar Temperance? Damit hätte ich sogar mir Schaden nehmen können. Das wäre sogar klüger gewesen. Okay, sonst habe ich jetzt hier keine Batterie gehabt, nicht wahr? Bin ich in den Zacki-Zacki-Raum eigentlich reingegangen? Oh, das funktioniert! Das funktioniert mit der Spritze, wie gut! Oh, Perfro, das sind so gute Sachen, die wir jetzt hier haben. Das ist ein richtig guter Run, Mann. Chariot, ja, auch ganz gut. Pass auf. Dann jetzt erstmal Perfro und let's go. Perfro. Okay, wir sehen auf jeden Fall jetzt die Geheimräume. Das ist doch schon mal sehr schön. Und Monstro nehme ich auch einfach mal mit. Scheiß drauf. So, let's go. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Items jetzt geschnappt, stibitzt und im Zacki-Zacki-Raum. Ich weiß nicht, ob ich da drin war, Mann. Deswegen... Ich könnte ja mal reingucken, aber... nee, dann verliere ich vielleicht meinen Damage-Boost. Ich hoffe, das wird jetzt irgendwie nicht mehr verbuggt sein. Irgendwie ist Ludovico... Ludovico hat auf jeden Fall seit den letzten Updates extrem komische Bugs und Dinge passieren, wo du nicht weißt, ist das jetzt beabsichtigt oder nicht vom Spiel. Naja, wie zum Beispiel das hier.
Gut, ich glaube, wir haben keine Batterien mehr und können jetzt nicht das Devil Yell Item rerollen. Aber das ist ja halb so schlimm, nicht wahr? Oh, Geheimräume, stimmt ja. Nein. Gott sei Dank funktionieren meine Bremsen ganz gut. Weil das hätte dafür gesorgt, dass unsere Krone nicht mehr funktioniert. Den anderen Geheimraum habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden, oder? Naja, egal. So, auf geht's in die nächste Ebene und ich glaube, das wird ziemlich geil. Ah, ist das verbuggt wegen Bookworm? Es ist... Ach, das ist so nervig, dass ständig Trillen geschossen werden. Was ist das denn für eine Kacke? Naja, egal. Erstmal ins Bettchen. Ich glaube, das heilt uns nicht sehr gut. Genau so, wie ich es gesagt habe. Und das hier ist Retrovision. Toll. Toll, Mann. Ich nenne es auch die Hentai Vision, nicht wahr? Versteht ihr? So, erstmal hier rein. Ja, wir machen gut Damage auf jeden Fall. Wir brauchen noch ein bisschen Shot Speed vielleicht. Damit das Ding schneller fliegt. Das wäre angenehm. Oh, hier kann ich jetzt Abstand halten, alles schnell zerstören. Und wenn das Herz geschrumpft wird, dann werden auch die Masken geschrumpft. Okay, gut zu wissen. Und hier lege ich mal eine Bombe rein. Wenn da was Gutes ist, hole ich mir. Jera? Es ist Haarglas. Schade, Mann. Hätte man... Hätte man wissen können... Oh, schaff ich's? Yes. Sehr gut. Hätte man wissen können? Wie hätte ich das wissen können, du Idiot, Mann? Oh, nein. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen... Ist das hier... Speed? Was ist das? Ich weiß es nicht. Autsch. Okay, aufpassen jetzt. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Und schon wieder das Gelbe. Ich brauche aber Rot für maximalen Damage. So, einmal hier rein. Nichts. Toll. Bingo. Ja, der Run ist super. Müssen nur ein bisschen aufpassen. Ist ziemlich... What the fuck? Muss ich mitnehmen. Ist tatsächlich gar nicht so gut mit Ludovico, aber für den Nahkampf auf jeden Fall ziemlich krass. Nur wenn es weiter weggeht, ist es vielleicht nicht so gut, aber vielleicht finden wir Kohle und können es irgendwie ausgleichen oder sowas. Haarglas könnten wir hier einsetzen eigentlich. Okay, was haben wir hier? Strength und the Devil. Nehme ich lieber Devil mit. So. Machen wir mal hier alles kaputt. Ich brauche jetzt unbedingt irgendwie eine andere Aura. Und ein bisschen Leben, ja. Das ist alles, was ich brauche. Let's go. Ach so, das ist eine XL-Ebene. Oh, das mag ich nicht. Wenn wir eine XL-Ebene bekommen und so wenig Chancen haben auf einen Devil-Deal, dann haben wir irgendwie so, weißt du, dann überspringen wir sozusagen eine Devil-Deal-Chance und das ist kacke. Das gefällt mir nicht. Egal. So, Boss-Rush können wir auch nicht mehr schaffen. Da habe ich jetzt mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen auf den letzten Ebenen. Aber die waren ja auch ziemlich, die hatten viel Potenzial, ne, würde ich mal sagen. So, für den Nahkampf ist Proptosis sehr, sehr sexy. Cricket-Set. Okay. Fuck it, Mann. Ja, wenn die aufplatzen, dann sind die normal groß. Das ist so eine coole Combo. Ich bin gerade richtig gehypt, Mann. Ich bin gerade richtig glücklich über diesen Run. Ich wollte was anderes und ich bekomme was anderes. Sehr geiler Run, Mann. Von mir aus können wir jetzt sterben, Spiel. Ich verzeihe dir. So, komm hier rein. Zack. Und weiter geht's. Hier haben wir noch die Geheimräume, die müssen wir unbedingt auschecken. Und die Spritze muss funktionieren. Denn dann fetzt das ordentlich. Und vielleicht ein bisschen Luck ab. Das ist jetzt das, was ich brauche. Oh, auf Wiedersehen. Bisschen Kohle. Sehr schön. Das heißt also, er taucht nicht im Shop auf. Das ist schon mal sehr gut. Empress Devil. Ich weiß gar nicht, ob es da Unterschiede gibt, was krasser ist. Ich weiß es echt nicht. Empress macht auf jeden Fall ein bisschen Speed up noch. Also ist es so gesehen besser, denke ich mal. Alter, krass. Krass einfach nur, Mann. Sehr gut. Jetzt bräuchte ich nur eine andere Aura. Das wäre super. Noch eine Batterie. Wunderbar. Wunderbärchen. Habe ich das Gefühl, ich renne irgendwie an dem Itemraum vorbei. Willst du dir das hier schnappen? Komm schon, schnapp dir das. Hey, noch eine Spinne. Okay, du bist heute ziemlich arschig drauf, Mann. Was ist los, Mann? Okay, du bist echt gemein und fies heute. Ich weiß gar nicht, was ich dir getan habe. Ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Vielleicht ist es das, weißt du? Du wirst immer... Jeder freut sich, dich zu sehen und sowas. Du brauchst mal irgendwie was anderes. Abel... Hermit. $3 Bill. Ist das gut oder eher nicht? Ich glaube, ich nehme das mit. Das ist jetzt ziemlich abgefahren. Black Candle, weg damit. BFF, her damit. Chaos, her damit. Scheiß drauf, Mann. Die Map, her damit. Dieses Space-Item, her damit. Das hier, her damit. HP-Upgrades ohne Ende. Nicht her damit. Ich will die nicht haben. Okay, pass auf, nimm das hier mit und reroll das mal. Okay, wir haben 9 Leben, das ist schon mal sehr schön. Holen wir uns auch. Zack, wir haben jetzt auch noch die Spritzentransformationen bekommen. Sehr gut. I found pills. Okay, pass auf, dann machen wir das mal so. Sprengen hier ein bisschen Money raus. Kaufen uns das hier, damit wir es gleich rerollen können. Müssen halt nur eine Batterie finden, aber hier lagen ja einige.
Sehr schön, wir können sogar den... Oh, guck mal, wie krass die Spritzen aussahen. Aber wir haben ja auch IPCAC nicht, wa? Da müssen wir aufpassen. Oder? IPCAC auch, oder? Let's go. Nee, IPCAC haben wir IPCAC? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ziemlich interessante Tränen. Und dieser Run ist auch ein bisschen verbuggt, möchte ich schon fast sagen. So. Da wir jetzt Chaos haben, können wir jetzt egal wo rerollen, müssen uns nicht auf den Devil-Deal versteifen. So, sondern auch im Shop ein bisschen rerollen. Die Batterien nehme ich noch nicht mit. Noch nicht. Sehr gut. Oh, da muss ich aufpassen, dass es nicht explodiert. Yes! Pyromanic wäre ganz gut, ne? Pyromanic oder das andere, Hostet. Sehr schön. Kaputt. Und kaputt. Her damit, her damit. So, wir haben eine, wir haben noch kein Geld. Das ist ein Problem von groß. Von Größe, von sehr großer Größe. Das ist vielleicht nicht so gut. Ja, Sensen sind super. Okay, pass auf. Wir rerollen trotzdem. Wir verschwenden hier nichts. Ich könnte mir natürlich Geld raussprengen. Mache ich vielleicht mal auch ein bisschen. Komm schon, heute feiern wir ein bisschen. Heute feiern wir ein bisschen. Aber ich reroll erstmal das so. Und noch ein Space-Item hier rausholen. Sehr schön. Noch ein Space-Item, das ich weghaben möchte. Wir müssen aber dann drei Münzen auf jeden Fall behalten für... Tja, da springen wir jetzt alles raus aus dem Automaten, nicht wahr? Okay. Das reicht sogar für das hier und eine Batterie. Oh, das da macht Luck Up, ne? Das war doch das, ja genau. Das würde ich irgendwie gerne kaufen. Luck und Range Up macht das. Mal gucken, ob wir noch Münzen finden. Vielleicht finden wir noch ein paar Münzen, dann kann ich mir es kaufen. Ich möchte das jetzt ungern rerollen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sehr schön, im Shop, Geheimraum waren wir schon. Ja, da kommt die Münze zu mir geflogen. Sehr schön, dankeschön, kleiner, gebrochener, kaputter Magnet. Noch eine Batterie. Woher kriege ich denn jetzt die ganzen Batterien her? Naja, egal. Ich akzeptiere es einfach. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht. Da ist das Money. Da ist das fucking Money. Okay, pass auf. Bevor wir hingehen, erstmal noch das hier clearen. Ja, ihr müsst jetzt sterben. Ihr seid tot. Sehr gut. Okay, weißt du was? Ich nehme einfach das mit. Scheiß drauf, Mann. So, und jetzt rerollen wir. Und also nehmen nur das wirklich krasse Zeug mit. Nur das wirklich krasse Zeug nehme ich mit. Und ich würde gerne das Luck- und Range-Up-Item mitnehmen, tatsächlich. Irgendwie habe ich Bock drauf. Nein, das ist das Eye of Greed! Ich bin ein Vollidiot. Das ist das Eye of Greed. Das macht aber Luck-Up. Scheiß drauf. Ich bin so ein Idiot, Mann. Pandoras Box? Okay, was gibst du mir auf dieser Ebene? Ein paar blaue Herzchen, okay. Das ist das Eye of Greed gewesen, ich Vollidiot, Mann. Okay, hier ist ein Guppy-Item, aber ich will, weiß gar nicht, ob ich das haben will. Ich nehme lieber das hier mit. Dieses Eye of Greed sorgt dafür, ich hab's verwechselt, Mann. Ich hab's verwechselt. Ah, das sorgt dafür, dass wir, wenn wir mehr Geld haben, auch ein HP-Upgrade bekommen, was wiederum scheiße ist, weil wir diese Kombination haben aus, aus der Krone, nicht wahr? Und das ist nicht gut, tatsächlich. Das ist nicht gut. Ich schnapp mir jetzt mal ganz kurz die Batterie und wir dürfen eigentlich kaum Geld bekommen, beziehungsweise müssen das Geld dann loswerden. Oh, shit, Mann. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt weiter. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ein bisschen... Na, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Das wird jetzt alles nur noch schlimmer werden. Mal gucken, was wir im Devil Deal bekommen oder so. Schön eingefroren. Okay, wir nehmen auf jeden Fall das hier mit und gehen jetzt weiter. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich Geld mitnehme, habe ich die rote Krone nicht. Die Frage ist nur, lohnt sich die rote Krone wirklich sehr? Wow, was ist denn mit meinen Sensen los? What the fuck? Ja, und hier kann ich irgendwie an dem rerollen. Aber was rerollen wir? Das ist voll der Bullshit. Hätten wir jetzt nochmal Steam Cell bekommen, ne? Das wäre geil. Aber nein, wir bekommen Holy Light und das ist krass. Das ist auch krass. Sehr schön. Schön im Schatten steht. Upp, kleines Bäuerchen wollte gerade raus, aber nein, wir sind gerade am Aufnehmen und sehr professionell. Also bleibst du drin. So. Hua, 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 hua. Gott, ich hasse dich. Oh Gott, das dauert immer so lange, bis sie runterkommt. Sehr gut, haben wir es jetzt. Toll, danke. Und jetzt gehen wir erstmal nach unten, die schnurstracks zum Boss. Ich hätte gern eine andere Aura, ganz ehrlich. Und ich glaube, ich tue mir jetzt auch gleich weh. Ja, komm, wir tun es mal weh. Autsch. Okay, das nehmen wir mit, für Luck-Up vielleicht. Das ist die rote Aura, nicht wahr? Ja, ich glaube, wir haben... Ja, 50 Damage haben wir. Nee, 33 Damage. Ohne in seinem Schatten zu stehen, das ist crazy. Und ich glaube, ich nehme dich jetzt mal mit. Damit wir vielleicht im Notfall irgendwie Herzchen machen können. Wieso habe ich jetzt die ganze Zeit... Double Luck Up, holy shit. Okay, wieso kriege ich die ganze Zeit Batterien? Wovon hängt das ab, Leute? Das ist kein Zufall mehr. Ich habe wieder irgendetwas aufgehoben und bekomme ganz viele Batterien.
Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Yes, auf Wiedersehen. Dann warst du zum falschen Zeitpunkt, hast du dich gezeigt. Eigentlich hätte man Gappys Tail mitnehmen können, oder? Aber dann wären wir Gappy geworden und irgendwie habe ich keinen Bock drauf, weißt du, dass Gappy alles entscheidet. Gappy ist so toll, Gappy ist so stark. Lieber hole ich mir jetzt ein bisschen Luck ab und bekomme dann so irgendwie Stuff. Da ist ein blauer Stein, da könnte der Small Rock versteckt sein. Okay. Gut. Das hier mitnehmen. Aber eigentlich darf ich jetzt kein Geld mehr mitnehmen. Scheiße, Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das loswerden soll. Weil ich den Kroneffekt haben will. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Okay, das hier ist irgendwie ziemlich cool. Viel cooler als mit Azazel hier zu spielen. Nee, das ist genau das, was ich nicht brauche. Nee, das ist auch nicht das, was ich brauche. Mal gucken, ob wir das rerollen können. Ah, geht weg. Wir können aber das hier rerollen. Hier, Mom's Bottle of Pills. Pheromone. Naja, brauche ich jetzt nicht. Aber wir haben ja noch eine Batterie. Bingo. Und yes. Noch mehr Damage ab. Sehr schön, Mann. Das knallt ordentlich. Vielleicht schaffen wir es sogar, Delirium zu machen. Ich glaube, das wird ziemlich witzig dann, wenn die ganze Zeit die Spritzen ploppen. Ich glaube, das wird ziemlich geil. So, erstmal rein da, Mann. Rein da. Alles vernichten. Doppelspritzen, Junge. Das ist crazy. Und durch das Lack-Up haben wir jetzt sehr oft die Spritzen bekommen gerade, ne? Hat man so ein bisschen gemerkt. So, hiervon nichts. Ich habe auch immer noch die rote Aura. Das heißt ziemlich viel Damage. Nee, das hebe ich nicht auf. Das könnte aber Lack-Up sein. Scheiß drauf. Irgendwie nehme ich das, glaube ich, doch mit. Einfach für Lack-Up. Ich hoffe nur, dass wir das dann irgendwie dann wegbekommen später. Vielleicht bekommen wir so einen Bettler, dem wir Geld spenden könnten. Das wäre ziemlich gut. Das wäre optimal. Optimal, ey, da hat er sich versteckt. Ich glaube, alle 20 Münzen oder wie war das? Oder alle 25 Münzen ein AP-Upgrade? Das war doch das Greed's Eye, oder? Oder was war das nochmal, Mann? Ich hab's vergessen, was das Ding macht. Ich hab's einfach komplett vergessen, müsste aber... Nein, das andere war... Oh Gott, ich komme gerade voll durcheinander mit den Items, weil das Items sind, die voll selten sind. Ich weiß, ihr flippt gerade aus und denkt euch, ja, oh, Facepalm, wir können sowas nicht wissen. Aber, ja, vergesse ich halt. Ich bin leider nicht so... Der klügste Mensch wie ihr. Okay, die alles wissen einfach. Bum. Habt ihr übrigens wieder die Million gewonnen bei Günther Jauch, oder was? Schon zum 100. Mal? Was macht dieses Teil nochmal? Ich hab's vergessen jetzt, ganz ehrlich. Es macht irgendwas anderes. Greed's Guillotine war dieser andere Stuff. Habt ihr es gerade gesehen, wie das abging? Crazy. Und Devil Deal. Und wir könnten sogar ins Poloch rein da. Wollen wir ins Poloch rein? Wollen wir da rein, Leute, Mann? Wir hätten jetzt die Chance. Und, oh, wollen wir da rein, Mann? Wollen wir? Oh, wollen wir es riskieren? Ich glaube, ich mach's. Ich glaube, ich will es riskieren. Ich glaube, ich will jetzt riskieren. Irgendwer sagt mir ja. Wir haben Alt jetzt im Notfall. Und ich glaube, das wird ziemlich lustig. Er wird uns auf jeden Fall treffen. Wir verlieren unsere Aura. Aber wir haben durch Chaos jetzt die Möglichkeiten, nach den Bossen coolen Stuff zu bekommen. Und wir werden auf jeden Fall erstmal die ganzen Bosse machen und Items bekommen. Hoffentlich gute. Durch Chaos. Sehr schön. Jetzt hätte ich tatsächlich nichts gegen Gappy eigentlich. Aber nein, wir schaffen das schon alleine. Gappy kann uns nicht die ganze Zeit den Arsch abwischen. Wir müssen mal auf unseren eigenen Beinen stehen. Na, komm her. Machst du irgendwas? Ja, hey. Aber hier lebt irgendwo noch einer. Und bis ich den erwischt habe, das dauert. Wo sind meine Tränen? Wo sind die hin? Hallo? Oh Gott. Sehr schön. Okay, wir haben ihn erwischt. Hallo? Wenn da jetzt Gappy drin gewesen wäre, wäre ich ausgeflippt. So, pass mal auf. Ich glaube, ich werde Aldrich auch direkt am Anfang einsetzen, glaube ich. Einfach damit wir geschützt sind und lange diesen Damage-Buff haben, weißt du? Ja, Goathead. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich rerollen werde. Die brauche ich jetzt nicht. Mann. So, hier ist der Boss und hier kann Delirium drin sein, deswegen scheiß drauf. Es wäre jetzt gut, eine Karte zu haben, mit der ich mich rausporten kann, weißt du, im Notfall? So. Ja, dich rerolle ich einfach mal zu Hundefutter. Nope, das brauche ich nicht. Dass wir so früh Delirium machen. Ich habe aber irgendwie voll Bock drauf bekommen. Weil bei Delirium kannst du deine Tränen so richtig gut testen. Das macht halt Spaß. Und wir werden richtig oft wahrscheinlich diesen Spritzeneffekt haben. So, wohin gehen wir jetzt gerade? Kann da oben auch Delirium sein? Da oben kann Delirium nicht sein, glaube ich. Scheiße, aber da unten rechts kann Delirium sein. Aber oben glaube ich nicht, weil da der Rand der Karte ist. Der müsste sich nach unten dann öffnen. Okay, Delirium müsste da eigentlich nicht sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht falsch gedacht. Ich habe heute so viele Fehler gemacht, dass ich mir gar nicht mehr vertrauen kann. Aber komm schon. Heute machen wir mal was ganz Abgefahrenes.
Ja gut, 50 Damage haben wir, wenn wir bei ihm stehen. Und es ist Momsat zum Glück. Okay, nicht Delirium. I like it. Auf Wiedersehen. Und hier haben wir Mr. Mega. Brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. Nee, ich nehme jetzt keine Sachen mit, die ich nicht brauche. So. Ich brauche den anderen Stuff, Mann. Und dieses blöde Chaos sorgt dafür, dass wir jetzt immer dieses Breakfast bekommen. Und ich hasse es. So, hier könnte Delirium aber drin sein. Der hat viel Platz, um sich zu öffnen in alle Richtungen, so gut wie. Das heißt also, irgendwo da unten müssen wir noch nach Bossen suchen. Sag mal her, ist hier vielleicht eine Karte drin? Einfach nur eine kleine Karte, komm schon. Eine kleine Karte, mit der ich mich rausporten kann. Wie wär's? Okay, das war falsch. Das ist nur eine Pille. Och, du Scheiß, ist das ein Raum, du. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Hier ist leider kein Boss, aber da unten, also hier am Ende des Ganges, könnte ein Boss sein. Yep, und hier kann Delirium nicht sein. Sehr schön. The Cage. Leider keine Aufladung. Das heißt, gib mir direkt was Gutes. Yay, Breakfast. Ich kann gar nicht mehr vor Freude. Was ist das hier? Fortier Energy oder sowas? Puberty. Okay, Full Health. Na, dann nimm mal hier das hier mit. Sehr schön. Und gib mir einfach nichts. Gut. Da müssen wir jetzt rerollen. Einen Raum clearen und dann rerollen, ha? Ja, das machen wir. Dunkle Prinzessin. Let's go. More Options wäre halt super, damit wir dort wenigstens zwei Items hätten, aber naja. Ja, Chaos ist deswegen irgendwie manchmal ziemlich abgefuckt und nervig, nicht wahr? Dass du immer so oft Breakfast bekommst. Okay, Pentagramm, das ist doch... Das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wir gehen jetzt mal... Oh, shit! Oh nein, ich wurde erwischt. Jetzt habe ich die Aura nicht mehr, oder? Was habe ich für eine Aura? Immer noch die rote. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wups. Wups, wups. Wlups, 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 wlups. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Na, wo bist du? Da bist du. Hab dich. Ja, gucken wir mal. Ja, hier ist auch noch ein Boss. Sehr schön, das ist gut. Das ist sehr gut. Wie viel Kacke hat der denn rausgeschissen, Mann? Der hat ja krassen Durchfall gehabt. Oh, das könnten wir auch mitnehmen, um die Räume schneller zu klären. Let's go. Boom. Das wird jetzt zwar ein bisschen in den Augen wehtun. Zieht eure Sonnenbrille auf, aber... Das ist auch cool. Ich glaube, hier kann er nicht sein, weil da unten das Ende der Map ist. Hier dürfte Delirium nicht sein. Genau. Stores Energy. Okay, das ist gut. So verschwenden wir jetzt keine Aufladung und haben zwei Aufladungen. Perfekt, perfekt, perfekt. Ist das überhaupt die rote Aura oder ist es orange? Das ist, glaube ich... Ist es orange? Ah, ich weiß nicht. Nee, scheiß drauf. Boom. Und hier haben wir das Ghost Baby. Na, ich weiß nicht, ob ich das Ghost Baby haben will. Vielleicht schon für die Transformation. Quicker Charge ist auch ganz gut. Hallöchen. Lock up irgendwer? Irgendwo? Irgendwie? Wlups. Und ich dachte schon, ich habe diese Greed Guillotine. Oder wie das Item heißt. Okay, was ist da gestorben? Irgendwas Unsichtbares. Bingo. Aber Moms Hand ist auch tot. Okay, gut. Ich dachte, die muss erstmal runter. Hier kann der auch nicht sein. Sehr gut. Nein, das brauche ich nicht. Nur mit Z-Bombs wäre das vielleicht ganz angenehm. So, einen Raum noch clearen. Bingo. Ach, ist das angenehm. Ist das angenehm. Nein, das verwandelt nur Sachen, die auf dem Boden liegen, Schlüssel und alles mögliche, in Spinnen, glaube ich, oder in Fliegen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Da bin ich ehrlich zu euch. Oh, ich hätte ja nochmal rerollen können. Warte mal. Ja, warte mal. Ich hätte ja nochmal rerollen können. Let's go. Breakfast. Hey, super. Wartet mal, ich gehe jetzt erstmal nicht das hier schnappen, sondern die Batterie hier unten und opfer vielleicht mein Leben. Ne, wir können es rausspringen. Perfekter Pass, Mann, perfekter Pass. So, da unten ist auch wahrscheinlich ein Boss, den ich machen kann. Ich bin jetzt halt itemgeil. Ja, nehme ich mit, dann haben wir wenigstens ziemlich viel Stuff in Kisten und haben die Yes Mother Transformation. Cool. So, jetzt noch Judas Shadow oder East Mascara. Ich hatte lange kein East Mascara mehr. Hattet ihr schon mal East Mascara jetzt irgendwie seit den letzten Updates? Ich noch gar nicht. Okay, die Feder. Naja. Hier könnte Delirium sein. Wollen wir es jetzt einfach mal versuchen? Es ist Death, okay. Jetzt spielen wir ein bisschen russisch Roulette hier. Da, da, da. Nee, danke. Nee, danke. Scheiße, Mann. So, pass mal auf jetzt hier. Wieso habe ich dann eigentlich keine Aufladung bekommen? Wegen meinem Trinket? Müsste doch eigentlich funktionieren. Naja, egal. So, ich würde schätzen... Ne, Delirium kann hier nicht sein und da nicht sein. Irgendwo da oben. Links oder rechts muss Delirium sein.
Und ich schätze eher auf... Oh, ich wurde getroffen. Scheiße. Ich wurde getroffen. Nein. Habe ich die rote Aura wieder? Ist das rot? Ich glaube schon. Weiß es nicht. Zack, zack, zack. Und ja, Dagbam, du könntest mitnehmen, aber ich brauche jetzt kein Leben. Danke, aber nein. Bingo. Wow. Da hätte ich auch fast Schaden genommen. So, hier dürfte er nicht sein, weil da unten das Ende der Map ist. Nach oben öffnen kann er sich auch nicht. Was lebt hier? Ach, das Ding hier. Wow. Gar nicht gesehen. Wie viel Damage Mama Mega macht. Okay, hier ist Guppy. Holen wir uns die Guppy-Transformation. Gut. Und reroll das, damit wir mehr Trinkets tragen können. Ich weiß ja nicht. Immerhin können wir jetzt fliegen. Das ist irgendwie ein Vorteil, weißt du? Fliegen ist ganz gut. Ich wollte einfach nur die ganze Zeit fliegen. Ja, yep, das ist es. Boom. Mhm. Der Zehnagel. Naja, kein Trinket, das ich jetzt gerne mitnehmen würde. So. Hier ist gar kein Boss gewesen, sehe ich gerade. Upsi. Okay, kein Boss. Das heißt, wir rerollen jetzt dort unten und werden gleich einfach mal den rechts bekämpfen. Ich sag ja, der ist links Delirium. Ja, nur Breakfast, 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 Breakfast. Naja. So. Pass mal auf, jetzt gehen wir erstmal den Boss wegklatschen und das wird ziemlich crazy. Vor allem, wenn er sein großes Gesicht macht, dann können wir es einfach reinplatzieren und bum, 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 bum. Berkano und Doppel-Berkano, okay. Nicht, dass wir gleich mit Guppy genug haben werden, aber egal. So, wir können Devil einsetzen. Also ich werde direkt Devil und Alges ploppen. Direkt, bup, bup, damit ich mein Damage behalte, so lange wie möglich. Wenn es überhaupt rot ist, ich weiß nicht, ob das rot ist oder nicht. Das ist halt das Problem. Könnte auch orange sein, es gibt ja orange. Ist das rot oder orange, Mann? Ich flippe aus. Sehr gut, okay, hier ist It Lives. Wir haben jetzt das Herz und It Lives. Nehme ich dich mit? Ich nehme dich mit. Oh, so würden unsere Tränen jetzt ohne Ludovico aussehen. Schon geil, aber Ludovico ist was Neues und das freut mich. Okay, dann lass uns Delirium machen. Let's go, it's time for Delirium. Devil. Devil, Algis, Mama Mega hat ihm so gut wie nichts abgezogen, cool. So, und jetzt Attacke hier. Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schieß, 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 schieß. Der sah ja merkwürdig aus. Okay, das muss jetzt drin bleiben hier. Schön drin bleiben. Schön drin bleiben. Ah, ist einfach krasser Damage, den wir hier austeilen. Vor allem, wenn wir näher rangehen. Komm schon, die Spritzen, die ploppen irgendwie gar nicht. Ja, keine Chance, Mann. Keine Chance, sag ich dir. Wo ist denn der Kollege überhaupt? Wo ist meine Tränen? Ach, da sind die. Ah, okay, Algis ist weg. Ist aber kein Problem. Okay. Das war's. Das war's, er ist tot. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Heute war es auf jeden Fall ein sehr besonderer, erfrischender Run, nicht wahr? Also ich fühle mich wie neu geboren irgendwie. Habe ich aufgenommen? Ich habe aufgenommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Dankeschön und gute Nacht wünsche ich euch, ne? Die meisten schlafen ja dazu ein. Gute Nacht, Freunde. Yay. Yeah.